Oh Johnny, die neue Single von Jan Delay, ist durchaus tanzbar. Es ist ein Song über die Vollidioten von nebenan, über die man sich täglich ärgert, aber die man auch nicht ändern kann. Nenn meine Mutter eine miese Schlampe, besitze keine Energiesparlampe. Es geht eigentlich gar nicht um eine Person, es geht einfach um die Tatsache, was vermittelt werden soll, wenn man nach dem 80. Mal tanzen sich auf kopfmäßige Sachen einlassen möchte, dass diese ganzen kleinen Sünden, die es so alle gibt, dass es doch alles völlig okay ist und man das alles mal durchziehen kann. Überhaupt kein Problem, nur dass man einfach am Ende des Tages ein Gewissen haben soll. Das neue Album hat den einprägsamen Titel Wir Kinder vom Bahnhof Soul. Parallelen mit Büchern von lebenden Personen sind natürlich gewollt. Christiane F. hat damit gar nichts zu tun. Das ist einfach nur mein Flash für Wortspiele und vor allem ein Plattentitel. Da muss irgendwas drin sein. Das muss passen. Und der Film, der ja nun mal nach dem Buch von ihr kommt, aber das ist auf jeden Fall ein Film, den ich früher gesehen habe, wo ich sich derbe fand. Und es ist auch irgendwie was Deutsches, Kartoffeliges, was aber internationales Format hat in gewisser Weise. Das ist die einzige Parallele zu meiner Musik und zu dem LP-Titel. Und vielleicht, dass die Platte so ist wie Heroin, aber ohne die schlechten Nebenwirkungen. Aha. 1,5 Jahre hat Jan Delay am neuen Werk gearbeitet. Dabei rausgekommen ist ein Album, das Spaß macht, voller Funk and Soul, ganz im Stile der Blues Brothers. Das alles, was wir machen, das ist, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, das ist wirklich harte Arbeit. Das glaubt immer keiner und das ist so. Und nur wer da dran bleibt und das in Kauf nimmt und Bock hat auf Rückschläge und weitermachen und besser machen und geiler machen und der damit trotzdem interessant bleibt und Leute begeistern kann, auf welche Art und Weise, der ist da am Start. Und all die anderen, die das aus fragwürdigen und fadenscheinigen Gründen machen, die sind fehl am Platze. Also ich könnte jetzt hier wahrscheinlich 10 Stunden Namen aufzählen, fände das aber gemein und sage nur einen Namen. Ich sage Gabriele Pauli. Begonnen hat Jan Delays Karriere 1991 mit dem Hamburger Trio Absolute Beginner. Seit 2001 ist er auch solo unterwegs. Ab Mitte August steht das neue Album in den Plattenläden und im Oktober geht Jan Delay dann auf große Deutschlandtour. Ich finde es gut, mal für Spiegel Online was zu machen, weil da kann ich Gags auf intellektuellem Niveau rauskicken, die man von einem Typen in Cap, Sonnenbrille und Nike-Shirt wahrscheinlich so nicht gewöhnt ist. Und das kann ich halt da, wo man Cap, Sonnenbrille und Nike-Shirt gewöhnt ist, versteht die Gags wiederum keiner. Deshalb feiere ich das jetzt gerade.